gar. Hier. Grazie, Ezio. Ja, gerne. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Jo, haust rein. Bye, Bro. So, fehlt nur noch die letzte, ne? Ja. Ist die jetzt hier außen? Oder was, wo? Nee, der ist da oben, ne? Lass mich raten, der hockt da oben drin. Ja, natürlich hockt er da oben drin. Also wieder rein. Und auf den Turm. Los, los. Da komme ich hoch, oder? Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Zack, zack. Hoch und hoch. Hoch und hoch. Jo. Ja, oben sind wir. Und da stehen ein paar Vollidioten. Was los? So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Aha, toll. Den Ingenieur finden. Jo, gechillt. So, wo ist denn der tolle Ingenieur? Wenn der jetzt auf dem Dach hockt, bin ich echt sauer. Ah, hi. Chillst du oder was? Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Lappen. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Tja, die Handfeuerkanone von Da Vinci aus Teil 2 haben wir wohl nicht mehr. Jo, da sind wir. Hier, ihr Lappen. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Aha. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Ah. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Yo, das ist ja easy going. Nett. Ah, okay, nicht ganz getroffen. Da wollte ich mal cool sein. Jo. Noch zwei Ziele. Puff. Das letzte Ziel und dann sind wir auch schon fertig mit der Mission. Hoffentlich, denke ich mal. Und zack. Perfetto.
wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Aha. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Tja. Wer es nicht drauf hat, ne? Und wer keine Ahnung hat, sollte einfach mal Fresse halten. So, Leute. Ja, da hinten leuchtet schon wieder was auf. Das ist ja sehr toll. Da renne ich jetzt mal flott hin. Pufka. So. Jo, da hinten, da wollte ich hin, genau. Zack. Ja, chill, Ezio. Du bist alt. Wissen wir. Kleine Legs. Und rein da, interagieren. Da ist ja die Contessa. Katharina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Oh, Leck. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Tierische Lecks. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Ja, würde ich mal sagen, ne? Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Hübscher Name. Was ist das, das mir einfällt? Na egal. Yo! Checkpoint erreicht. Ja, wohin jetzt hier, Kollegas? Natürlich, ist oben. Katharina Sforza, okay. Gräfin von Forli. Katharina wurde durch ihre Ehe zur Gräfin und war schon richtig lange, bevor sie nach Forli kam. Sie wuchs am Mailänder Hof auf und genoss eine klassische Erziehung. Ihr Vater, der Herzog, lehrte sie die Kunst des Krieges. Bei Hofe erwarb Katharina zudem ihre Leidenschaft für die Alchemie sowie das Jagen. Da wurde sie die 10-jährige Katharina dem Neffen des Papstes verlobt. Aha, sie verzogen die Eheschließung, als sie 14 Jahre alt war. Okay. Ja, nett. Ja, lol. Auf jeden Fall eine erfolgreiche Dame, die gute Frau. Und auch eine, ja, nennen wir es mal,
interessante und einflussreiche Frau, die wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Ja, ja, ja. Interagieren. Mein Schlafzimmer? Oh. Geil, wir ziehen uns aus. Oh ja, ein geiler Hintern. Lol. Was ein geiler Abend. Ach du Scheiße. Ah, geil. Richtig geil. Ja, das ist seine Rüstung oder sein Arm-Dingens-Teil. Er knallt Katharina. Ja, nee, ist klar. Komm, zeig nochmal ihre Möpse. Haha, Alter. Nett. Ubisoft, ihr kleinen Schlitten.